Wir werden jetzt die Standpremierung, die Prämierung der schönsten Marktstände 2013 vornehmen. Wir haben in diesem Jahr wieder zwei Kategorien an Ständen. Das sind einmal unsere Marktstände und einmal die sogenannten eigenen Stände. Also die Stände, die die Industrie hier vor Ort erstellt. Wir haben das deswegen so gemacht, weil sonst immer die eigenen Stände, weil sie größer und anspruchsvoller gestaltet werden können, immer die Gewinner sein würden. Kanada bekommt den Sonderpreis 2013 für einen hervorragenden Pavillon. Den zweiten Preis in Marktständen gewinnt wieder jemand, der noch nie dabei war, der erstmalig da ist, der Jahre gebraucht hat, um einmal zu uns zu kommen. Und mit Sicherheit, wenn er Beifall bekommt, dann kommt er auch in Zukunft wieder zu uns. Das ist die Firma Midor aus der Schweiz mit Swiss Delice und Schokolade frei. Herr Thomas Westphal, Herr Marc Hansinger und natürlich eine Frau gehört dazu, Melanie Borda. Bitte auf die Bühne. Sieger in der Kategorie Marktstand Nummer 1, die Firma OTG Messner. Und natürlich vertreten durch Big Boss Bernd Ross. Kategorie eigener Stand. Es geht um Werthers Original der Firma Stork. Die haben den zweiten Platz gewonnen. Geschäftsführer Sascha Gebers und Herr Lorenz Zelger und Frau Lena Fahorn wieder auf die Bühne. So, die Nummer 1, also wenn ich Sie jetzt fragen würde, Sie würden mir alle prompt die Antwort geben, wer das nur sein kann. Ich habe viele andere Namen auch hier stehen und Vorschläge von Ihnen, aber diese Firma hat es verdient. Sie hat uns im letzten Jahr allein gelassen, wahrscheinlich um sich zu konzentrieren auf den Auftritt 2013. Aber das, was Sie in diesem Jahr geschaffen haben, also ungefähr 20 Leute haben hier 3 Tage bis ins Detail einen Stand erstellt, der leider wieder abgebaut werden muss, den aber viele von Ihnen, Händlern, gerne bei sich zu Hause aufbauen würden. Lange Rede, kurzer Sinn, es handelt sich um die Firma Bedford. Wir werden jetzt verlosen, denjenigen, der die Firma Bedford an erster Stelle genannt hatte. Darf ich dann um die Lostrommel bitten? Also Erika wird jetzt mit zittriger Hand in die Lostrommel greifen und einen Gewinner ziehen. Ich hoffe, dass der Gewinner anwesend ist. Ah, sie ist da! Okay!